reicht! Wollen Sie da unten alle umbringen? Lisa, mein Kind! Ja, sehr gut. Sie bereiten doch gerade alles zur Rettung vor. Es ist doch bald vorbei, Inge. Den Geburtstag werden wir so schnell nicht vergessen. Nächstes Jahr feiern wir deinen Pickling frei. Hier, der muss sich das ansehen. Also, pass mal auf. Haben Sie endlich Kontakt genommen? Im Augenblick nicht, aber das hat auch nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen. Vielleicht sterben meine Töchter gerade in diesem Augenblick und sie tun nichts. Wir haben immer noch unsere Sicherheitsvariante. Es wird gerade noch gecheckt, wie wir vom Keller Ihres Restaurants aus durchbrechen können. Also bitte beruhigen Sie sich. Wie weit sind Sie? Ich habe doch gesagt, wir checken es gerade. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie uns jetzt unsere Arbeit machen. Komm, wenn meine Kinder etwas passiert, dann... Komm, beruhig dich, komm. Miserie. Gibt's was Neues? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Aber das kann doch nicht sein. Die können doch nicht alle... Matthias, das ist dein Handy. Jetzt geh doch endlich dran. Das ist Regina. Was? Regina? Okay. Sie leben! Sie ist ohne uns völlig geht! Ja, wir haben gestern Warte, sei doch mal ruhig! Regina! Regina, hast du noch Schmerzen? Das kann doch sein. Einsatzleiter Eifler hier, wie geht es Ihnen? Ja, wir leben! Das Wasser muss unbedingt abgestellt werden! Beeilung! Hallo? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Die Feuerwehr soll unbedingt... Beruhigen Sie sich! Ach, du bist... Hallo? Ist der Töppers in der Nähe? Der Einsatzleiter für Frank. Frank, mach den Lutsch und Druck. Herr Eifler. Hallo, Sie müssen unbedingt das Wasser abstellen lassen. Das Wasser, haben Sie verstanden? Herr Töppers? Herr Töppers, reden Sie ein bisschen lauter. Ich kann Sie kaum verstehen. Herr Eifler? Hallo. Herr Töppers, ich... Herr Töppers, sind Sie noch dran? Die Verbindung ist weg. Handy ist aus. Ja, aber das haben wir nicht. Stimmschaden. Haben Sie das da oben jetzt mitbekommen mit dem Wasser? Keine Ahnung. Wir müssen in den Nebenkeller, an den Haupthahn. Wie sollen wir da hinkommen? Der Gang ist zwar verschüttet, aber es gibt hier noch einen Belüftungsschacht. Muss er in der Höhe. Den müssen wir freiräumen. Jetzt kommt das nochmal, Carlos. Komm! Oh.
Und weil das Risiko zu hoch ist, dass durch die schweren Maschinen der Rest auch noch zusammenkracht, mussten Sie abbrechen. Ja, und nun? Müssen Sie per Hand weitermachen. Oder vom wilden Mann aus, vom Keller des wilden Mann aus durchbrechen. Greif zu. Die Boote sind für alle da. Ist genug da. Inge, dieser Eifler weiß schon, was er tut. Ja, weiß er das. Warum dauert dann alles so lange? Stefano, die Leute tun, was sie können. Ja, ja. Danke. Will noch jemand Brot? Sie haben keinen in das Haus gelassen. Er hätte sie bestimmt gefunden. Was redest du eigentlich da für einen Quatsch? Und du hast gesagt, dass alles vorbei ist, wenn du wieder da bist. Ja. Ja. Was hast du gesagt? Die Menschen fliegen zum Mond und sie fliegen zum Mars. Da muss es doch möglich sein, in so einen blöden Keller zu kommen. Es kann doch nur eine Frage der Zeit sein. Zeit? Weiß nicht, wie lange Regina das da unten aushält. Sie ist schwanger. Die schwanger? Ich dachte, er könnte... Genau deswegen haben wir es niemandem erzählt, damit er es nicht erfährt. Sylo. Weißt du, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht? Warum ist er jetzt unten im Keller bei Regina und ich nicht? Das ist doch pervers, oder? Matthias, es ist es nicht. Das ist doch Blödsinn. Ich halte es hier doch nicht mehr aus. Ich muss raus. Gehst du mit? Ja. Vielleicht können wir durch den Nebeneingang. Hören Sie. Jetzt lassen Sie uns das wenigstens probieren. Warum begreifen Sie nicht endlich, dass das hier ein Job für Profis ist? Es geht um Menschenleben. Das weiß ich doch. Ich will doch einfach nur... Sind Sie der Architekt? Ja. Gott, süß Kind, auch wenn das keine schulische Angelegenheit ist und ich Verständnis habe für Ihre sorgenvollen Fandelo, bitte ich Sie trotzdem inständig, Ihre unverantwortlichen Alleingänge zu unterlassen. Die Gefährden, die Eingeschlossenen! Friedrich, jetzt reg dich nicht auf, bitte. Also, ich fand's richtig, dass du es versucht hast. Leck mich doch an. Es wird schon hell. Jetzt sind sie schon eine ganze Nacht und... durch. Kann man schon was sehen? Da ist alles voller Wasser. Die Hauptwasserleitung ist geplatzt. Ja, und was heißt das? Das heißt, wenn der Nebenraum vollläuft, dann drückt das Wasser zu uns durch und dann saufen wir ab. Wir müssen um jeden Preis den Haupthahn abdrehen. Da kommt doch nie einer durch. Oh, vielleicht komme ich schon durch. Ja, das könnte klappen. Charlie, Sie sind verletzt, das geht nicht. Dann gehe ich eben. Nein. Warum denn nicht? Nein, weil ich gehe. Charlie, was soll schon passieren? Charlie, ich weiß schon, was ich tue. Pass auf, du musst einmal durch den ganzen Raum. Der Haupthahn ist rot, du musst ihn nach rechts drehen, okay? Komm, nimm die Lampe mit. Viel Glück. Ich bin gleich wieder zurück. Vorsicht. Feli, pass auf dich auf. Feli, hast du den Hahn? Ich sehe ihn! Da ist er! Feli!
Feli! Es ist was passiert. Hey. Etwas Schreckliches. Niemandem ist etwas passiert. Stefan, nur doch, ich weiß es, ich spüre es. Oh, Schatz, willst du nicht doch lieber nach Hause gehen und dich etwas hinlegen? Ich kann doch jetzt nicht schlafen. Möchte noch jemand was von den Broten haben? Oder? Weil sonst verteile ich sie draußen. Ja? Warte, ich komme mit. Oh, danke, das ist... Ja. Schwester, bei in der Gefahr. Bitte, Feli. Bitte, Toni, bitte! Hilf! Hey, Carlos! Mach dir da drüben mal Pause! Timo und Raul lösen euch ab. Charlie, du auch. Nein, ich mach weiter! Warte, ich helfe euch. Den Schrank ganz rauf auf den Schuttberg. Bitte! Komm mal raus! Hey, du bist ja verletzt. Es geht schon. Also ich halte das nicht mehr aus. Was hast du vor? Ich muss zu Regina. Matthias, du hast doch vorhin gesehen, was bei Kai passiert ist. Ja, und? Wir haben den Profis die Arbeit überlassen. Und was ist seitdem passiert? Gar nichts. Aber die Rettungsaktion läuft doch. Ach, wenn ich das schon höre. Das sind doch alles nur Alibi-Aktionen. Ich jedenfalls werde nicht tatenlos zusehen. Matthias, auf eine Faust, das ist doch Wahnsinn! Ja, Trisch, was machen die denn schon? Reden, 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 davon kriegen wir unsere Kinder nicht wieder zurück. Lass du mich jetzt nicht allein. Nein, Schatz, natürlich nicht. Wir können jetzt sowieso nichts absichten. Feli wollte uns das Leben retten. Glaubst du? Ja, wir kommen hier raus, ganz bestimmt. Sei doch ehrlich, du glaubst doch auch nicht mehr daran. Doch, Regina, wir dürfen euch die Hoffnung aufgeben. Du gibst nie auf, oder? Ja, manchmal übertreibe ich es ein wenig, das stimmt schon. Ich habe ganz schön viele Fehler gemacht, was? Aber ich akzeptiere, dass du mit Matthias zusammen bist. Jetzt noch viel mehr. Ich wollte es dir eigentlich nie sagen, aber jetzt... Was denn? Es ist dein Kind. Mein Kind. Carlos, wenn wir hier raus sind, die Verlobung war ein Fehler. Sind ja endlich mal gute Nachrichten. Kann ich die gleich weitergeben? Ja, natürlich. Und ich werde die Presse informieren. Stefano, Sie haben jetzt beschlossen, vom Keller einen wilden Mann aus die Wand zu durchbrechen. Endlich. Es wurde ja auch langsam Zeit. Feli, halt durch! Mein Kind wird hier nicht sterben. Es wird leben, Regina. Bruder, was hast du vor? Ich fühle mich da durch und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Regina! Tu das nicht! Das bricht zusammen! Regina, ich schaff das! Ich hol Hilfe und dann hol ich euch alle raus! Regina! Doch, doch! Das ist Wahnsinn! Das ist mein Kind! Das ist Wahnsinn, Regina! Ich schaff das! Ich hol Hilfe! Nein! Du gehst nirgendwo hin! Du bist nicht bewaffnet, ja! Ich will hier nicht aus Land rechnen! Regina! Regina! Du darfst mich entrichten! Bitte! Charlie! Was? Was? Nick Gier ist wieder reingegangen! Nick Gier! Von oben haben wir kaum eine Chance, schnell an die Verschütteten ranzukommen, weil wir alles von Hand abtragen müssen. Wir kommen nur Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Sie können sich das wie in einem Bergwerk vorstellen. Wir müssen immer wieder Stützen einziehen, damit der Schutt nicht nachrutscht. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, vom Nachbarkeller aus, genauer gesagt vom wilden Mann aus, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Dankeschön. Können Sie sagen, wie lange das ungefähr dauern wird?
tot. Alle tot. Das ist meine Schuld. Sie kein Mistmann. Ich hab Trixie umgebracht. Hören Sie, das heute Nacht, das war vielleicht nicht der richtige Weg. Wir müssen etwas behutsamer vorgehen. Sie mich in Ruhe! Ich gehe in kein Loch und keine... Hören Sie das? Ich höre nichts. Das müssen Sie doch hören, Mann! Ich höre nichts. Hilfe! Matthias, Gott sei Dank. Matthias, endlich. Hilf mir, reiß das Gitter weg. Was ist mit Regina? Ihr geht es gut, dem Kind auch. Du weißt es? Hilf mir, verdammt nochmal. Sylo, das ist mein Kind. Willst du mich hier unten verrecken lassen? Matthias, bitte! Hilf mir, verdammt nochmal! Hier sind wir! Achtung, weg von der Wand! Jetzt lass meine Frau in Ruhe! Hey, jetzt kein Zeit für solche Kindereien! Ruhe raus! Evakuieren gleich beendet! Weitere Person im Nachbarraum! Soll ich rübergehen? Verstanden, ich komme selbst noch runter! Sie haben den Duschbruch geschafft. Du wirst sehen, es kommt gar nicht in Ordnung! Regina! Alles in Ordnung. Viel besser. Toni, du hast es geschafft. Wir haben es überstanden. Wo ist Feli? Wo ist denn Feli?
Sie ist noch drin. Hi. Wo ist Carlos? Komm mit! Komm auch mit! Das tust du nicht! Matthias, du hast mir zwar das Leben gerettet, das werde ich dir nicht vergessen, aber trotzdem, das ist mein Kind. Ich werde mich darum kümmern, ob es dir passt oder nicht. Vergiss es! Kommen Sie, Sie müssen jetzt auch raus! Wir gehen nirgendwo hin! Sagen Sie den Leuten, dass das Wasser abgepumpt werden soll! Das wird bereits gemacht! Ja! Charlie! Hau sie hoch! Hau sie aus! Charlie! Sven!